Geister. Ich meine, Freunde, spürt ihr diesen Vibe? Also ich tue es auf jeden Fall. Hallihallo meine Freunde und willkommen zu einem neuen Reaction-Video hier auf meinem Channel BM to the fucking T. Und heute haben wir mal wieder ein bisschen was anderes, denn falls ihr euch noch erinnern könnt, wir haben mal ein Reaction-Video auf Malfoy gemacht zu Fading Hope und der Sänger ist hier, das ist Kid Weasley, der hat nämlich auch ein Rap-Projekt, ein Rap-Solo-Projekt am Start und das hatte ich auch erwähnt gehabt in dem Video und falls ihr euch das bisher dann noch nicht angehört habt, werden wir das heute zusammentun, denn der gute Kid Weasley hat ein neues Musikvideo zu seinem Song Wilbur Wright rausgebracht, was schon ein wenig länger auf seiner EP am Start ist, auf Spotify zum Beispiel. Und deswegen würde ich sagen, wir schauen uns das ganze Video mal an. Den Song kenne ich zwar schon, aber ich bin mal gespannt, was hier auch videomäßig ist und ich werde auf jeden Fall auch noch was zum Song sagen. Also ich finde auf jeden Fall sein Rap-Zeug richtig nice. So, ich finde, das hat einen geilen Vibe auf jeden Fall. Vielleicht könnt ihr das ja auch nachvollziehen. Würde ich mich auf jeden Fall freuen für ihn. Weil es einfach, ich finde einfach, das ist richtig geile Mucke. Es wäre nur eine Phase, wäre nur dabei, nicht allzu dramatisch. Sie haben zugesehen, ich bin gesehen, weggesehen, sich umgedreht. Scheißegal, wie es mir geht. Doch heute weiß ich es besser. Hast du Vertrauen, hast du ins offene Messer. Irgendwann geht's nicht mehr schlechter. Ewiger Kampf zwischen Kläger und Richter. Ich meine, Freunde, spürt ihr diesen Vibe? Also ich tue es auf jeden Fall. Ja, Freunde. Geil. Also ich finde das Video echt schön. Das ist schön im Vibe gehalten, der zum Song passt. Und schön entspannt. Also auch die Umgebung da, wo es gefilmt wurde, finde ich eigentlich ganz geil. Also ich bin sowieso so ein Fan von Natur und auf der einen Seite dann der Wald. Das finde ich auf jeden Fall auch gelungen. Ist ja schön minimalistisch gehalten, würde ich mal sagen. Und aber ist geil. Also ich finde den Song auch mega. Und ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, mal bei seinem Zeug reinzuschauen. Auf Spotify. Zum Beispiel hat er da halt, wie gesagt, seine EP und er hat jetzt auch zwei neue Singles gedroppt, zumindest zum Moment der Aufnahme. Soweit ich weiß, will er noch mehr Singles droppen. Bin ich auch mega gespannt drauf, was da noch so kommt. Weil die beiden neuen Singles haben mich auf jeden Fall überzeugt, die sind richtig nice. Und mein Favorite-Song von ihm ist auf jeden Fall Zeig's Mir. Kann ich euch nur empfehlen, mal da bei Spotify reinzuhören. Und ich habe ihn ja auch beim Malfoy-Konzert schon mal persönlich getroffen und ist einfach ein mega netter Typ. Und deswegen supporte ich den auch mega gerne. So, nicht nur die Mucke ist geil, er ist auch einfach ein sympathischer Typ. Und, yo, was ich noch sagen wollte, stimmt, der hat auch beim Denergy's Next Newcomer mitgemacht. Und ich finde es schade, dass er dabei nicht gewonnen hat, weil er hat immer richtig geile Performances abgeliefert. Und davon sind auch ein paar auf seinem YouTube-Channel. Könnt ihr auch mal reinschauen. Und, yo, wie gesagt, ich finde es schade, dass er nicht gewonnen hat. Also X zu dem X feiere ich auch mega, tatsächlich. Der halt auch gewonnen hat. Mighty ist jetzt musikalisch nicht so ganz mein Fall, aber er kann auf jeden Fall auch was. Aber ich finde es, wie gesagt, ein bisschen schade. Also ich hätte es Kid Weasley auf jeden Fall gegönnt, wenn er gewonnen hätte, sagen wir es so. Und jo, schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei, Social Media und hier Spotify auf seinem YouTube-Channel. Würde mich auf jeden Fall freuen und ich denke ihn auch. Und dann würde ich sagen, Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und über ein Abo würde ich mich riesig freuen. Schreibt mir einen Kommentar, was ihr von der Mucke haltet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt BMT Reacts, meine Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich wieder. Bis denne. Tschüssi.